Was ist überwachtes Lernen? Was ist unüberwachtes Lernen? Was zum Teufel ist dann Reinforcement Learning, also bestärktes Lernen? Ja, die Antwort auf diese Fragen mit Beispielen gibt es hier in diesem Video. Um die verschiedenen Lernverfahren irgendwie einzuteilen, stellt sich mal zum Beispiel eine Frage: Was macht ein Auto aus? Und jetzt kann man sich verschiedene Regeln einfallen lassen. Ja, man kann sagen, ein Auto hat vier Reifen. Super. Man könnte sagen, ein Auto ist blau. Na, das wäre es natürlich nicht. Man kann sagen, ein Auto hat ein Dach. Na, das würde in dem Fall auch nicht funktionieren. Aber ein Auto hat ein Lenkrad. Ja, das würde hier, die Regel würde hier matchen. Ja, jetzt kann man sagen, ein Auto hat ein Lenkrad, ein Auto hat vier Reifen, ein Auto hat kein Dach und nach dieser Definition wäre das hier kein Auto, denn hier ist ein Dach drauf. Also würden wir diese Regel vielleicht fallen lassen. Nach der Definition wäre auch das kein Auto und auch das wäre kein Auto. Das hingegen wäre wieder ein Auto und auch das wäre kein Auto. Also wir haben Regeln aufgestellt und diese Regeln, die haben uns jetzt sozusagen gesagt, ist es ein Auto, ja oder nein? Und was wir gemacht haben jetzt, wir haben es validiert. Wir wissen natürlich, welche dieser Bilder ein Auto darstellen und welches nicht. Und wir haben das entsprechend validiert. Wir haben in diesem Fall, weil wir gewusst haben, weil wir wissen, welches dieser Teile ist bereits ein Auto und welches nicht, haben wir die Antwort bereits während dem Aufstellen der Regeln sozusagen bereits gekannt. Ja, wir haben das schon gewusst. Wir haben das Ergebnis bereits gewusst. Und weil wir das Ergebnis bereits gewusst haben, beim Trainieren dieser Daten, ist es ein überwachtes Lernen. Also beim überwachten Lernen nehme ich das Ergebnis vorweg, ich lasse ihm die Regeln lernen, dem Computer, das ist so quasi dann die künstliche Intelligenz, und wenn er die Regeln gelernt hat, dann kann er auch hoffentlich neue Bilder wieder richtig zuordnen, ob es ein Auto ist oder eben nicht. Was wir mit diesem Beispiel, gruppiere die Wörter. Wenn wir hier die Wörter gruppieren, dann denkt der eine oder andere vielleicht, okay, ich gruppiere alle blauen und alle roten. Der andere wird sagen, okay, diejenigen, die kursiv geschrieben sind und diejenigen, die nicht kursiv geschrieben sind. Der andere würde sagen, alle männlichen Namen und alle weiblichen Namen. Wir haben hier keine richtige oder falsche Antwort, das sind einfach nur verschiedene Arten, wie wir gruppieren könnten. Außerdem, wer sagt, dass wir in zwei Gruppen gruppieren müssen? Wir können auch sagen, wir machen vier Gruppen, alle blauen männlichen Namen und alle blauen weiblichen Namen. Also blaue männliche Namen eine Gruppe, blaue weibliche Namen wieder eine Gruppe, die roten männlichen in eine Gruppe und die blauen weiblichen ebenfalls in eine Gruppe. Auch das wird natürlich funktionieren, dann hätten wir vier Gruppen. Aber so ein richtig falsch gibt es hier nicht. Und wenn wir keine Infos haben, dann gruppieren wir einfach irgendwie. Wir haben keine Antwort vorweg. Also das hier, das wäre ein Beispiel für unüberwachtes Lernen. Hier nochmal dargestellt, was ist bei meinem Supervised Learning, in dem Fall eine Klassifizierung, ist es ein Auto, ja oder nein? Wie funktioniert das eigentlich? Also, wir brauchen beim Supervised Learning Trainingsdatensätze, bei denen die Antwort vorgegeben ist. Also in diesem Fall, dieses Bild repräsentiert ein Auto, auch das Bild darunter repräsentiert ein Auto. Dieses Bild repräsentiert kein Auto und dieses ebenfalls kein Auto. Natürlich, braucht man im bei künstlicher Intelligenz, beim Machine Learning viel, viel mehr Daten als dieses bisschen mit dem 4, damit das wirklich funktionieren kann. Aber es geht ums Konzept. Also Supervised Learning, ich habe ein Bild oder irgendeinen Datensatz, das können auch irgendwelche Daten sind, nur mit Bild ist einfach erklärt, und ich habe die Antwort ist ein Auto. So, dann lasse ich die KI, den Algorithmus sozusagen lernen, was macht ein Auto aus? Was sind die Regeln, damit hier Auto rauskommt als richtige Antwort. Und dieses überwachte Lernen erzeugt uns dann als Ergebnis ein Modell, ein KI-Modell, ein Vorhersagemodell. Das können wir dann verwenden. Also während des Machine Learnings wird dieses Modell generiert und das soll dann hoffentlich recht genau funktionieren. Wie das funktioniert, ist dann verschieden, je nach Algorithmus und so. Aber dieses Modell
können wir dann später verwenden im echten Projekt sozusagen, um etwas, das er noch nie gesehen hat, nämlich zum Beispiel dieses Bild hier herunten, durch das Modell laufen zu lassen und dann kommt die Antwort raus, ist es ein Auto oder ist es kein Auto. Also während das Machine Learning trainiert, dieses überwachtes Lernen wird sozusagen generiert, versucht die KI zu lernen, was sind die Regeln, ob etwas ein Auto ist oder nicht. Dazu bekommt es Positivbeispiele und Negativbeispiele. Es kommt raus, dieses Modell, und dieses Modell wird dann später verwendet, um echte Vorhersagen zu machen. Beim unüberwachten Lernen wird einfach versucht, das Thema, also die Daten, die kein Label haben, also nicht irgendwie schon klassifiziert sind, wo wir nichts über die Daten wissen, außer dass sie da sind. Ja, deswegen steht hier nicht dabei, ob es ein Auto ist oder nicht. Dieses Modell, also diese Daten, werden versucht, irgendwie zu klassifizieren oder ein Clustering zu machen, also in zwei oder mehr Klassen zu klassifizieren, in diesem Fall mal in drei dargestellt. Und dann funktioniert das hoffentlich so, dass er eben die Autos in eine Klasse gibt, also zusammenfasst und auch den Hund zusammenfasst. Aber diese Klasse, also den Hund und diese Ente, aber diese Klasse hat keinen Namen. Ja? Er weiß nicht, dass das Autos sind, er weiß nur, okay, das sind Daten, die sind irgendwie ähnlich und deswegen, ja, gebe ich die zusammen. Was ähnlich heißt und so wie so ein Vektorraummodell funktioniert, dazu später mal mehr. Also in dem Fall gibt es einfach nur Clustering, die Werte haben keine Zusatzinformationen, also die Antwort ist noch nicht bekannt. Sie werden einfach nur versuchen, diese annähernd ja, gemeinsame Sachen hervorzuheben und diese zu gruppieren. So, wie kann das jetzt aussehen? Beim Supervised Learning brauchen wir Features. Okay, und beim Supervised Learning brauchen wir auch die Antwort. Also, wir wissen, was sind Autos und was sind keine Autos. So, also wir haben mal Auto ja oder nein. Das ist die Antwort. Jetzt ist die Frage, was macht ein Auto aus? Wir könnten sagen, es hat 4 Reifen. Ja, wir könnten sagen, es hat eine Windschutzscheibe. Wir könnten sagen, es hat ein Dach oder auch nicht. Es hat unter 3 Tonnen, es hat über 600 Kilo und dann können uns noch mehr einfallen. Das sind Features, meistens sind ja die Werte, die man in eine KI reingibt, nicht echt da, es ist ein Modell, es ist meistens eine vereinfachte Form der Datendarstellung. Das heißt, wir würden möglicherweise nicht die Bilder reingeben, sondern einfach nur diese Features reingeben. Also sozusagen ein Array mit Werten, das halt hoffentlich die Daten repräsentiert. Bei vielen Produktionsprozessen etc. hat man ohnehin nur irgendwelche Werte, Temperaturwerte, keine Ahnung was, die man dann entsprechend in so ein KI-Modell reingibt, um dann entsprechende Aussagen zu treffen. Also, wir haben Features, wir haben Feature-Vektoren, die uns eben so einen Datensatz repräsentieren. Ja, also, versuchen wir das mal auszufüllen, das heißt, der weiße Mercedes hier hätte die Features 1, 2, 4, 5, das blaue Auto hätte es ebenfalls, das dritte Auto hat noch zusätzlich das Feature 3, und so weiter und so weiter. So, und was jetzt die KI lernt, wenn wir eben nur mitgeben, welche Features vorhanden sind, dann soll die KI lernen, was ein Auto ausmacht. Nämlich, es hat 4 Reifen, es hat eine Windschutzscheibe, ein Dach. Das ist kein Feature, was jedes Auto in dem Fall hat. Es hat unter 3 Tonnen und es hat über 600 Kilo und so weiter. Also, es lernt sozusagen, welche Features sind relevant, um eine Aussage treffen zu können. Manche sind relevanter, manche sind weniger relevant. Das ist hier sehr, sehr vereinfacht. Da geht es sehr häufig um Nuancen und um Kombinationen, was dann die KI lernt, um eben das Modell uns zur Verfügung zu stellen, um selbst Aussagen treffen zu können. So, was wäre jetzt beim Unsupervised Learning? Beim Unsupervised Learning, wenn wir Features haben, natürlich, nehmen wir die gleichen her, ist die Frage, wie viele Cluster wollen wir eigentlich haben? Wie viele wollen wir kategorisieren? Vermutlich würden wir sagen,
so aus menschlicher Intuition in diesem Fall, wenn wir die Daten so sehen, würden wir sagen, okay, ein Cluster ist für die Autos, ein zweiter Cluster ist für Lastwagen, ein dritter für Traktoren, ein vierter für die Lok und ein fünfter für das Motorrad. Also wir würden wahrscheinlich sagen, 5 Cluster. Sehen wir uns mal die Features an, ich gebe sie nochmal her, wie die Unterscheidung möglich wäre auf 5 Cluster, wie denn das eigentlich ausschaut. So, die zwei sind gleich, also absolut gleiche Feature-Vektoren. Auch das sind absolut gleiche Feature-Vektoren, das heißt, der Algorithmus wird wahrscheinlich sagen, die sind gleich, die gehören auf jeden Fall zusammen. Ja, der wäre sehr unterschiedlich, der wäre sehr unterschiedlich. Und auf Basis der Features könnten wir zwischen Lok und LKW nicht unterscheiden. Ja, könnten wir nicht unterscheiden, da es die gleichen Feature-Vektoren sind. So, wie viele Cluster in diesem Fall? Würden wir sagen 5. Es ist natürlich ein a priori Wissen von uns, dass wir das als menschlich haben. Häufig wissen wir es oder wissen wir es auch nicht. Da gibt es dann verschiedene Varianten, wie man das wieder rausfinden kann. Dazu mal mehr später. Ja, unter Umständen könnten Features sogar schädlich sein in dem Fall, wenn man zu viele hat, wenn man sagt, diese beiden sind gleich, ja, weil einfach die Feature-Vektoren das nicht lassen oder nicht unterscheiden lassen. Die Autos wären jetzt eine Variante gewesen, hätten wir Dach ja oder nein eben nicht gehabt, dann wären alle Autos in die gleiche Kategorie gefallen. Das wäre natürlich toll gewesen, das ist meistens das, was man auch gewollt hätte. So, also die eigentliche Frage wäre nur Auto ja oder nein, und wenn es nur ja oder nein ist, dann ist das eigentlich auch kein Problem, dass ihr Lastwagen und Zug ganz konkret in eine Klasse gibt oder sonst was, weil wichtig ist uns, dass ihr alle Autos in die richtige Klasse gibt, ja, beziehungsweise beim Unsupervised haben wir eben nur das Thema der Clustering überhaupt. So, was ist jetzt noch? Ich hoffe, jetzt konnte das Thema ein bisschen einordnen. Einmal ist die Antwort vorweg und einmal ist es das eben nicht beim Supervised Learning. Was ist dann Reinforcement Learning? Reinforcement Learning ist so das Thema Zuckerbrot und Peitsche, also für gutes Verhalten wird belohnt, für schlechtes Verhalten wird abbestraft. Das kennt vielleicht der eine oder andere aus anderen Sachen. Reinforcement Learning wird gerne bei Computerspielen verwendet. Ja, zum Beispiel wie eben ja, AlphaGo und AlphaGo Zero entsprechend ja, später sozusagen den besten Menschen im Schach beziehungsweise später auch in Go ja, geschlagen haben. Wie funktioniert das? Im Endeffekt hat man in diesem Fall den Computer gegen sich selbst spielen lassen, also einen Algorithmus gegen sich selbst spielen lassen, und jetzt mal, wenn der Algorithmus gewonnen hat, hat er sozusagen eine Belohnung bekommen, er hat einen Reward erhalten. Einfach Punkte. Und jedes Mal, wenn er verloren hat, dann hat er ja, die Peitsche bekommen, das heißt einen entsprechenden Punkteabzug. Das Ziel des Algorithmus war es, die Punkte zu maximieren. Und das Einzige, was der Computer wusste, sind sozusagen die Regeln vom Schach. Die Regeln hat er gewusst, aber nicht, wie man sie konkret anwendet, um gut zu werden. Das hat die KI selbst gelernt durch dieses Reinforcement, durch die Zuckerbrot und Peitsche, in dem einfach jeder gute Zug belohnt wird und ein schlechter Zug abbestraft wird. So, was ist gut und schlecht in dem Fall? Die Bewertung war immer ein Riesenproblem. In dem Fall sind sie einfach hergegangen, haben Millionen Spiele gegen sich selbst machen lassen und haben dann eben versucht rückzurechnen bei jedem Spiel, das er gewonnen hat, was eben gute und was dann schlechte Züge waren, etc. etc. Also Reinforcement Learning ist denn so etwas. Reinforcement Learning ist beispielsweise auch genetische Programmierung oder genetische Algorithmen, wo man versucht, über Evolutionstheorie was zu machen. Gibt es auch mal was Eigenes dazu. Auch das wäre Reinforcement Learning. Na gut, das war eben schon wieder ziemlich viel. In diesem Sinne, viel Spaß beim drüber nachdenken. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.